So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind aktuell mit Master Schwert ausgerüstet und sind so gerade so ein bisschen ein paar Nebenaufgaben am Erledigen. Aktuell haben wir einen Schrein in der Gerudo-Wüste und ich suche eine Kugel für ein Gerudo-Heiligtum. Aber ich weiß leider noch nicht, wo die sein soll. Und jetzt muss ich erstmal rauskriegen, was ich hier zu tun habe. Okay, also da wollen wir nicht rein. Aber das nix. Ich meine, ich kann jetzt noch einen verbinden. Und jetzt kommt aber gar keiner mehr nach. Wenn ich alle drei habe, kommt, glaube ich, keiner mehr nach. Nee. Das ist schlecht. Immer noch an die längste ranpacken. So. Länger wird es jetzt nicht mehr, was ich habe. Also das ist das längste, was ich bauen kann aktuell. Wie soll mir das jetzt helfen? Das schafft es ja niemals bis darüber. Ich meine, es bewegt sich langsam. Also ich könnte natürlich Folgendes machen. Ich könnte zum Beispiel den hier abmachen. Den hier ransetzen. Und dann von da aus dahin kommen. So. Ja, das kann ich tun. Jetzt gehen die kaputt. Und dann kommen neue. So. Dann kann ich mir zumindest einen wiederholen. Aber mit dem komme ich da jetzt ja nicht rüber. An den zweiten komme ich jetzt ja nicht mehr ran. Oder komme ich an den nochmal irgendwie ran? Der ist viel zu weit weg. Ich bin ein bisschen überfragt, muss ich gestehen. Ich meine, ich kann versuchen, den nochmal zu holen. Mehr als dass mir das Ding abhanden kommt, kann ja nicht passieren. Na, okay, ich krieg sie sogar beide. Ich krieg sie sogar beide, okay. Dann kann ich zumindest ein Zweierbrett bauen. Okay, das könnte reichen. Ja, doch, das reicht. So. Darüber will ich.
Tschüss. Oh, ich dachte, der treibt jetzt mit ab. Oh, ich dachte, der treibt jetzt mit ab. Das ist ja frech. Das ist jetzt gar nicht so gut. Na gut, aber dann machen wir es mal so. Sollte ich genug Möglichkeiten haben, darüber zu kommen. Ja. Ich bin oben. So. Okay, der hat die Kugel weggeschossen, jetzt kommt keine neue. Weil die jetzt da drüben ist, oder was? Okay. Nicht nach meinem Geschmack, aber ist in Ordnung. Kann ich hier irgendwie anvisieren, die Kugel? Nee, ne? Nee. Ja, gut. Oh je. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Nein. Fast. Okay, so. Ja gut, aber mit den Dingern kann ich ja fahren. Da ist die Truhe. Scheiße. Der ist jetzt schlecht. Wenn die so abhaut, ist das schlecht. Da müssen wir das eher mit dem Brett machen. Welches nicht gleich abhaut. Ach komm. Oh, dass der Treibsand sich die ganze Zeit bewegt, ist echt scheiße. Mit ein bisschen Glück ist es hoch genug. Dreht es sich hoch genug, dass ich von da aus da hochkomme. Aber ich glaube nicht. Aber dann könnte ich es trotzdem versuchen, so zu drehen. Oh mein Gott, das Ey, ist sick. Sick. Okay. Ist das die einzige Truhe hier gewesen? Schade, habe ich mir gedacht. Weil das ist schon ziemlich groß. Das wäre komisch, wenn das nur eine einzige Truhe hier wäre. Okay, so kommen wir nicht los. Let's go. Okay, wo sind die anderen Truhen? Thank you.
Okay, wie komme ich da rein? Ach so, ja, lol. Wie komme ich da rein? Wie wohl? Natürlich so. So. Hier hat es jetzt die Kugel reingeschossen, oder was? Ja, tatsächlich hat sie die Kugel reingeschossen. Okay, Kugel, komm her. Der macht das Tor auf. Okay. Das heißt, im Grunde sind wir doch jetzt fertig. Wenn ich noch die letzte Truhe finde, dann halt, ne? Ist hier drüben noch irgendwas? Nee. In welche Richtung könnte jetzt noch eine Truhe sein? Da ist noch irgendwas. Ne, da ist ein einzelnes Ding. Warum ist hier so ein einzelnes Teil? Oh. Moment, wenn ich das jetzt abschieße, ist die weg. Das ist nicht gut. Sehr gut. So. Okay. Und haben wir jetzt alle Truhen? Yes. Easy going. Da müssen wir jetzt nur noch zurück. Und haben es geschafft. Oi, 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 oi. Kriege ich die da oben auf die Treppe irgendwie drauf? Scheiße. Okay, das könnte doch ganz gut funktionieren. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Okay, so komme ich nicht ran. Von hier? Wirklich jetzt? Jetzt auch geärgert, wenn das nicht geklappt hätte. Ja, aber man sieht, definitiv sinnvoll, das in einem neuen Part zu machen. Ich hatte schon den Eindruck, dass das länger wird. So. Trotzdem kein Schritt weiter mit den Gerudo-Lösungen, Rätseln. Schade. Aber wie könnte ich, wie könnte ich rausfinden, was es mit dieser Kugel auf sich hat? Das ist halt, ne? Schwierig. Das ist wieder so purer Zufall, da jetzt was zu finden. So kompletter Zufall einfach. Da oben könnte was sein, da sind komische Ruinen. So, keine Ahnung. Man weiß es einfach nicht. Was ist
da für eine komische Statue eigentlich? LOL. Hier sind auch Statuen mit einem Schwert. Sind dann solche Statuen gemeint? Dann wollen wir doch mal in die Richtung gehen, oder? Okay, vielleicht kommen wir jetzt... Okay, vielleicht kommen wir der Sache mit dem Rodania-Helm noch zumindest näher. Sind hier mehr solcher Statuen? Hier sind mehr solcher Statuen mit Schwertern. Okay, vielleicht finden wir da jetzt noch was raus. Das wäre ja zumindest eine Sache, die hier wäre. Alter. Alter! Wieder komplett übertrieben, dieses Viech hier. Oh, ich habe keinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Oh. Elektro-Exalverschwanz hat man noch gar nicht. So, mach dich weg. Scheiß Siegerviecher, ey. So, okay. Ich wollte hier hoch. Wollte ich? Weiß ich gar nicht. Ich tue es jedenfalls. Ja, wohin? Ja, wohin zeigen denn die Statue? Jetzt sehe ich keine. Doch, hier ist wieder eine Statue. Die zeigen Richtung Giga oder was? Ah. Guck mal, aber hier ist wieder so ein Riesenskelett. Ich glaube, das ist... Wait, müssen wir die nicht auch fotografieren für irgendjemanden? Okay, gerade nichts zum Fotografieren scheinbar. Nochmal ein Reise 2, da kommt den behältst du jetzt mal, Kollegin. Also sie zeigt jedenfalls dahin. Doch, es ist doch safe, eins von diesen drei Riesenskeletten. Was ist da drin? Ach, so ein Schleim, okay. Hätte schlimmer kommen können. So, die zeigt... Also, es ist halt aber schon irgendwie doof, wenn ein Spiel mehrere Statuen mit Schwertern benutzt und dann sagt, ja, hier, bei den Statuen mit Schwertern ist das Geheimnis. So. Okay, die zeigen alle da in die Richtung. Da rein? Oder ist der Schleim gemeint? Ja, wir probieren mal den Schleim erstmal kaputt zu machen. Das ist ja zum Glück nicht das Problem. Es hat nicht gereicht. Ach komm. Zweihänder. Ja, nee, kannst du behalten.
So, okay, aber hier war jetzt so ein Loch. Ah ja, Tatsache, da muss ich einfach reinsprengen. Gut. Oh, guck mal, hier sind solche Dinger. Habe ich die schon fotografiert? Ja, ne? Okay. Neuer Versuch. Wahrscheinlich kann er da nicht reinsprengen. Aber ich kann da auch jetzt nicht. Na gut, ich kann eine Bombe versuchen reinzuwerfen. Alle in Deckung. Hat funktioniert. Westgerode Untergrundruinen. Sehr schön. Ja, und dann ist hier... Oha! Ja, hier habe ich jetzt richtig viel zu sprengen. Okay. Let's go. Oh, Bruder. Oh, das dauert jetzt 3 Jahre. Reisezweihänder. Reisezweihänder. Ach du Schande. Die Frage ist halt, will ich das alles sprengen oder ist es nicht so wichtig? Na? Das ist halt die Frage. Hier ist schon mal ein riesiges Gitter. Da muss ich wohl einen Schalter finden. Könnte der Weg auch noch weitergehen? Nein. Ja, hier geht der Weg auch noch weiter. Okay. Dann müssen wir hier jetzt mal weiterlaufen, probieren. Okay. Alter, imagine, ich hätte nicht rausgefunden, oder was heißt, ich hätte nicht rausgefunden, ich hätte den Kollegen noch nicht und würde jetzt hier rumprobieren. Mit meinen Bomben, so. 3 Millionen Donnerblumen sind einfach weg. Oder lauter so Waffen einfach, die ich einsetze. Mann, jetzt kommt doch wieder her, Gorone. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Auf jeden Fall nähern wir uns einer Art Podest oder Treppe oder keine Ahnung. Und Gegnern. Ja, noch ein Schleim, natürlich. Scheiße. So, mach dich weg. Arschloch. Ah, super. Nee, kann ich nicht nehmen. Nee, kann ich nicht. Es geht irgendwie in die Richtung noch weiter.
Hallo. Bruder, es ist halt so dumm, dass sie diesen Cooldown hat. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, hier vernünftig durchzukommen. Das ist so dämlich. Imagine, du würdest es mit einer Steinwaffe aufmachen. Aber apropos Steinwaffe. Ist jetzt ein Durchgang oder nicht? Sieht nicht nach dem Durchgang aus, ne? Vielleicht in der Richtung noch? Nein! Ja, hier geht's weiter, okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder so. Komm wieder her, Gorone. Bruder. Wie anstrengend soll es sein? Ja. Das ist so das Dümmste, was man machen kann. Wirklich. Wer hat das Spiel getestet und gedacht, hey, das ist voll in Ordnung? Das ist so dämlich hier. Das ist komplett dämlich. Was hat man sich dabei gedacht? Dass man hier alles aufspringen muss. Was hat man sich dabei gedacht? Ich mache jetzt erstmal die anderen aus, die gehen mir auf den Keks. Ciao, ciao, ciao. Oh wow, wir können mal richtig weit laufen, ohne dass wir ständig was sprengen müssen. Sick. Hey, wir haben die Truhe gefunden. Ist das jetzt die Truhe, die ich suche? Na, immerhin. 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 So. Es gibt aber ein Problem. Das Ding ist eine Höhle. Das Ding ist eine Höhle. Und ihr wisst, was das heißt. Hier muss irgendwo noch ein Weg sein, der mich zu dem Viech führt. Oder habe ich das jetzt irgendwo an der Decke übersehen? Da wäre ich sehr froh, wenn ich es übersehen hätte.
aber ich fürchte fast, es gibt noch einen Weg, der dieses Viech offenbart. Hier haben wir einiges noch nicht gesprengt. Komm mal her. Aber hier ist auch nur Wand, ne? Ja, hier ist auch nur Wand. Da kann auch nichts mehr theoretisch sein. Hier könnte noch was sein. Ich glaube, ich höre es auch schon. Ja, ich glaube, das, was man da hört, ist er. Ich glaube, das, was man da hört, ist er. Jawohl. Schön. Gut. Dann jetzt aber raus hier. Wobei, okay, also die Ecke müssen wir auch noch, da kann man auch noch rein. Die Ecke muss ich auch noch kontrollieren. Irgendwas ist hier noch, irgendwas ist hier noch. Tut mir leid. Also mit den Dingern, das ist un... Das ist... Das mit Waffen zu machen oder mit Bomben wäre super sick. Das kann man nur so machen und es dauert trotzdem ewig. Das ist schon... es ist einfach nur dämlich. Es ist einfach nur dämlich. Es tut mir leid. Es ist einfach nur dämlich. Also diese Entscheidung... Okay, da ist nichts mehr. Diese Entscheidung verstehe ich halt echt nicht, ne? Warte, hat er mich gerade geheilt, wenn ich geschlagen habe? Dann heilt er mich ja doch. Aber nur, wenn ich schlage, oder was? Ja, Tatsache! Krass! Also heilt er mich doch. Aber nur, wenn ich angreife, ich verstehe. Okay, ja, interessant. Sehr interessant. So, ich hoffe, ich habe hier alles Wichtige gefunden. Ich meine, das Wichtigste kann eigentlich nur der Helm sein. So, und alles andere. Naja. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Die reden von Statuen mit Schwertern. Und setzen dann in die Mitte von der Höhle. Setzen die große Statuen mit Schwertern. Und hier hinten setzen die auch nochmal Statuen mit Schwertern ein. Aber kleine. Woher soll man denn wissen, was... Also... Ist doch völlig klar, dass ich erstmal das andere mache, wenn ich das als erstes finde. Ach, naja. Weil klar, wenn man hier hinten ist, sieht man diese Statuen. Wenn man die mal gefunden hat, ja, dann ist das alles ganz logisch. Und ersichtlich. Und dann wundert sich auch keiner mehr, was da los ist. So. Na? Dann wundert sich da überhaupt niemand mehr. Dann ist alles klar. Aber so... War das halt irgendwie schon ziemlich dumm. Na gut. Na gut. Das bringt mich jetzt mit der Kugel nicht weiter. Aber jetzt ist halt die Frage, ist das Heiligtum dann überhaupt noch so spannend? Na komm. Wenn wir ihn schon sehen, machen wir ihn gleich noch mit. Wie komme ich da am schnellsten hoch? Bitte sei gnädig und lass mich hoch. Schade. Ah! Okay. Verhältnismäßig gnädig.
Drei Stück. Aber immerhin alle gleich getroffen. Sehr gut. Ich hab dich gefunden. Tschüss. So, pass auf. Mich würd's ja reizen. Hier war der Weg zum Jägerversteck, ne? Ja, durch das Kalzertal. Ich glaube, vom Jägerversteck ist einfach nichts mehr da. Ich glaube, das komplette Jägerversteck ist einfach weg. Aber mich würde es trotzdem reizen, diesen Weg mal abzulaufen. Wie lange sind wir schon in? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das ist da drüben. Ha. Aber da sind wir fast schneller, wenn ich von dem Schrein aus loslaufe, ne? Oder wollte ich noch irgendwas angucken? Warte mal, warte mal, warte mal. Langsam, langsam, langsam. Bevor ich jetzt hier abhaue. Da ist so eine Statue. Da ist, weiß ich nicht. Sieht aber nicht so spannend aus. Will ich mir dieses Ding vielleicht noch angucken? Ach so. Ich wundere mich, wo mein Kollege ist. Hab natürlich ihn gerade nicht ausgelöst. Wow, das war knapp. Die sind immer richtig schnell, ne? Ja, das meine ich. Bruder. Tschüss. So, ich habe vorhin nicht fotografiert, ne? Den, genau. Den Kollegen kann man mal fotografieren. Alles andere haben wir. Sehr schön. Viele Exalfos-Teile, wichtig für Kleidung. Ah, da ist auch nur noch mal eine Statue. Hat die auch noch mal einen Krog im Angebot? Zufällig. Glaub nicht. Nee, hier ist nicht. Doch, Tatsache. Oh, so einer. Nein, nicht weg, Mann. Sehr schön. So. Da hätte mich der Tulin fast wieder weggeweht, wo ich gar nicht hin wollte. Okay, da drüben ist der Donnertempel. Oh, hier gehe ich unter. Das ist jetzt nicht so gut. Das habe ich gar nicht gemerkt. Huch. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so ganz der Weg, den ich einschlagen wollte. Ja, aber ich meine, wenn man hier überall rumläuft, na, dann bekommt man natürlich mit, wo diese Statuen sind. Das ist... Ach, weiß ich nicht. Wenn man die vorne nicht sieht, dann verpasst man das halt. Keine Ahnung, finde ich doof. Kann ja jeder gerne anders sehen, ich find's doof. Designtechnisch einfach irgendwie nicht schön gelöst. Was ist da für ein Dampf?
Ist es wieder nur ein Gegnerdampf oder will man mir hier irgendwas mitteilen? Ha. Ich glaube, das können wir ja vom Donnertempel aus mal angehen. Komm ich da jetzt raus? Bedingt. Sehr bedingt. Da ist eine Truhe im Dings, okay. Die ist aber auch außerhalb des Treibsands. Ich glaube, da komme ich ran. Yes. Okay, was haben wir hier? Alter! Erschreck mich, du Drecksvieh. Jetzt kommt der doch auch noch hier. Ich kriege hier gleich Zustände. Alter. Jetzt die Fake-Truhe hinweg einfach, oder was? So ein Drecksding. Unfassbar. So, ich wollte eigentlich gucken, was das hier ist. Das war eigentlich mein ursprüngliches Ziel, dass ich hier noch hingucken wollte. Jetzt habe ich wieder eine Fee geopfert. Hasse es. So. Ja. Okay, hier ist nichts. Doch ein Krog, okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, easy. Hä? Ernsthaft jetzt? Das hat nicht gezählt? Ach komm. Lösch dich doch. So, ist ja gut. Ich esse ja schon was. Ich dachte, ich schaff's noch bis zum Abend, aber nee. Natürlich nicht. So, für den Fall, dass ich's jetzt wieder versaue. Na? Wow. Und es hat vorher nicht gezählt, oder was? Also, ja, muss ich jetzt auch nicht mehr nachfragen, warum das nicht gezählt hat. Ist halt so. Okay, hier geht's hoch zu Gigas, jawohl. Dann begeben wir uns doch mal dorthin. Ich will mal gucken, was vom Giga-Versteck noch übrig ist. Das interessiert mich schon. Das interessiert mich schon. Und jetzt mal ganz im Ernst, wir haben immer noch nicht rausgefunden, obwohl wir jetzt so viel weiter sind im Spiel. Okay. Das macht natürlich die Fahrerei ein bisschen leichter. So. Aber wir haben immer noch nicht rausgefunden, müsste in den Favoriten drin sein, das Auto, ne? Ja, hier. Ja, was kostet jetzt noch Geld? Ich habe doch alles da. Du Drecksding. Du Drecksding, wo kommst du denn jetzt her? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Zum Glück sind wir gleich hier am Start. Alter. Dieses Drecksding.
Unfassbar. So, jetzt aber nochmal. Also, wie ich es erwartet hatte, war er in den Favoriten. Und zwar da. So. So. Jetzt passt's. Jetzt hat er alles zusammengesetzt. Ja, easy. Let's go. Aber das ist natürlich jetzt cool, dass man hier mit so einem Ding rumfahren kann, dann geht es ein bisschen schneller alles. Das ist natürlich ziemlich cool, muss ich gestehen. So. Wir nähern uns dem Versteck, dem ehemaligen Versteck, möchte ich es ja fast sagen. Ich glaube echt, das ist weg. Ich glaube, da ist nicht mehr viel von übrig. Aber auch hier, guck mal, alleine wie lange ich jetzt da hoch schon fahre. Na? Wie lange ich jetzt hier schon hoch fahre. Das ist so viel größer geworden hier alles. Daran merkt man das gleich wieder. Alter. Daran merkt man das gleich wieder. Ja, und. Okay, also ja, jetzt ist vorbei mit dem Fahren. Schade. Hier fängt jetzt scheinbar auch erst der Jägerbereich an. Hier sind jetzt erst diese Symbole. Oh boy. Das war alles nur der Weg, den wir sonst auch zurückgelegt hat, oder wie? Nee, ich glaube irgendwie, dass das Jägerversteck nicht mehr da ist. Weil wenn das jetzt wirklich erst der große Teil ist und jetzt kommt wirklich da oben das Versteck noch, dann ist es ja so viel größer geworden. Viel größer, als ich dachte. Also noch größer, als ich dachte. Okay, hier könnten wir so ein Ding zusammensetzen. Ja, komm, warum nicht? Der müsste auch in den Favoriten sein. Und wenn nicht, packe ich ihn rein. Okay, das ist nicht in den Favoriten. Ist ja irgendwo anders. Ah, okay. Das ist das fertige Land. Ne, es ist nicht das fertige Landboot. Was fehlt denn jetzt noch? Was hat er jetzt rangesetzt, was ich nicht. Hä? Okay, keine Ahnung, was ihm fehlt. Oh, hä? Lol. Ja, okay, dann nicht. Hä, warum hat er jetzt den. Ich dachte, der war dran, der Ventilator. Der war einfach nur drauf. Auch witzig. Der hat es nicht rangeklebt, der hat es einfach nur dran gesetzt. Auch sehr interessant. Ja, nee, es ist. Versteck gibt's nicht mehr. Das Versteck gibt's nicht mehr. Nein, ihr könnt mich mal. Lol. Das verstehe. Das ist hier oben. Wie viel größer ist das geworden? What? Ich habe gehört, hier kann man die fiese Technik mit Ad-Manipulation lernen. Verschwinde, nur Mitglieder der Jägerbande dürfen hier rein. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich will eine tolle Technik lernen, damit ich beliebter werde. Wir sind Geheimagenten unter Kokas Kommando.
Und es ist egal, wer oder was du bist. Du musst nur gut spionieren können und stark und loyal sein. Erst wenn du die drei Stützpunkte findest und die Jägerkluft erhältst. Jägerkluft. Drei Stützpunkte. Mm. Und dann bringen wir dir vielleicht unsere Techniken bei. Das ist alles. Wo sind die drei Stützpunkte? Was ist eine Jägerkluft? Okay, drei Stützpunkte. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen. Das ist schlecht. Unfassbar fiese Technik, okay. Ja. Drei Stützpunkt Jägerkluft. Ja, das Institut habe ich ja. Also das ist ja... theoretisch habe ich das ja gemacht. Oh shit, hätte ich da lesen müssen. In dem Institut hätte ich da lesen müssen, wo die noch hin wollten. Ah, yikes. Ja, aufmerksam auf das Ackerland. Da war ich ja schon. Also das könnte ja sogar recht schnell gehen, wenn ich da nochmal hin muss. Oh. Du bist doch... Großalarm, Supererzfeind, Link im Anmarsch. Alle bereit, machen zum Angriff. Okay. Wo lande ich jetzt? Ah, einfach hier vorne. Oh Bruder, der ist stark. Okay, so nicht. So schon. Aua. Essen. Der ist auch weg. Bleibt nur noch einer von denen übrig. Nämlich der Große. Und tschüss. Okay, aber mehr als den Kampf hier vorne kriegt man jetzt auch nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, mehr als den Kampf kriegt man jetzt hier nicht geliefert. Okay. Gut. Der Punkt ist der, beim Ackler-Institut waren wir schon mal. So, das ist die eine Geschichte. Hätte ich da lesen können, oder habe ich da vielleicht sogar gelesen, wo die noch hin sind? Jäger? Hm. Da hätte ich wahrscheinlich das... Habe ich... Ich habe wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich das Buch gelesen habe. Das ist jetzt der Punkt, ne? Das weiß ich jetzt halt nicht. Ich habe den Jägeranzug, habe ich ja bekommen. Ha, aber das reicht halt nicht aus. Okay, na gut. Dann begeben wir uns nochmal zum Akala-Institut. So blöd das jetzt ist. Was ist das hier für eine Markierung? Ach so, das ist das Gerücht. Das ist das Gerücht. Oh Gott, ich... Wo ist ein Akala-Institut? Warte mal. So. Hier oben. Nee. Bruder, ich kenne mich nicht mehr aus. Hier oben. Da war das Ackler-Institut, genau. Okay, gehen wir da nochmal hin. Oh, wir sind schon wieder... Sind wir schon wieder bei der Stunde gleich? Ja, wir sind schon wieder gleich bei der Stunde. Dann lese ich gerade nochmal, wo die hin wollten. Ich glaube nämlich, da war ein Buch, wo das gestanden hat. Ich glaube, da war ein Buch. Aber ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Ich glaube, da war ein Buch.
Eieieiei. Ja, aufgeräumt haben wir da oben ja alles schon, also das ist nicht das Problem. Jetzt dürften ja also auch keine Jäger mehr auftauchen. So. Hä? Ich war doch schon hier. Oh, wirklich jetzt? Na toll. Muss man das jetzt nochmal machen, weil man es zu bald gemacht hat? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Also jetzt mal Real Talk. Das ist ja kompletter Quatsch. Oh, Bruder. Das ist ja echt kompletter Quatsch, dass man das jetzt nochmal machen muss. Ah. Tschüss. So ein Schmarrn. Also ernsthaft. Ich habe das schon mal gemacht. Oder ist deswegen Blutmund, dass die wieder da sind? Man weiß es nicht. So. Wo konnte man jetzt das Buch von denen lesen? Hier. Nee. Nee, das ist nur ein Bild. Hier. Okay, Jägerbandenbuch. Ich weiß, ob ich es damals gelesen habe oder nicht. Forschungsinstitut der Shika konnte erobert werden. Wir haben unsere Stützpunkte auf der Karte verzeichnet. Das Institut liegt unweit eines Stalls, sowie des Dorfes Taburasa, wo vermehrt Zonarunien. Ja, ja, ja. Hier ein Quelle, dort ein Fund, dort wo jetzt Material. Was will man mehr? Okay, da. Ach, stimmt, die Karte war das. Ich erinnere mich. Machen wir da jetzt mal ein Bild von. Hier ist eins. Hä? Also das hier, da sind wir gerade. Das, nee, oder? Ich bin brutal verwirrt. Nee, wir sind doch gerade Akala. Und Akala ist doch hier ganz da. Oh, hä? Akala ist, ach ja, hier, da ist es. Okay, okay, jetzt passt die Geschichte. Das ist das Hauptding. So, dann ist hier eins. Irgendwie links vom Wald der Crocs, okay. Und hier bei der Arena? Oder ist es beim Plateau? Ich glaube, damit ist es... Ne, die Arena ist ja da drüben. Ich glaube, damit das ist das Plateau. Damit ist das Plateau gemeint, richtig? Okay. Also müssen wir dahin und hierhin. Eieiei. Okay. Gut, dann jagen wir im nächsten Part Jäger. Danke fürs Zuschauen und tschüss.